heute unsere große Vordenkerin, Freundin und auch Mitglied des Aktionsbündnisses, die Publizistin und Autorin des großartigen Buchs Die globale sexuelle Revolution, Gabriele Kubi, vorstellen zu dürfen. Liebe Freunde, ich grüße euch alle, ich grüße jeden Einzelnen, der hier ist, der hierher gekommen ist, um zu zeigen, es wird in diesem Land keine Ruhe geben, solange unsere Kinder im Kindergarten oder in der Schule zwangssexualisiert werden. Es wird Widerstand geben und es wird zivilen Ungehorsam geben gegen den rot-grünen Missbrauch politischer Macht. Der Widerstand gegen Gender und gegen die Umerziehung der Kinder wächst. Wir sind hier, weil wir nicht zulassen, dass das Grundrecht der Eltern auf Erziehung der Kinder außer Kraft gesetzt wird. Wir sind hier, weil wir wollen, dass unsere Kinder für die Familie erzogen werden, anstatt in die bodenlose Abgründe sexueller Vielfalt gestürzt zu werden. Wir sind hier, weil wir unseren Kindern helfen wollen, ihr eigenes Lebensziel zu erreichen, und das ist die Familie. Wir sind hier, weil wir eine großartige Kultur zu verteidigen haben. Eine Kultur, die auf christlichen Werten und wahrer Humanität aufgebaut ist. Auf Menschenwürde, Freiheit, Wahrheit, Nächstenliebe, auf Ehe und Familie. Jeden Tag kommen 10.000 Menschen aus islamischen Kulturen in unser Land. Bis zum Jahresende werden es womöglich 1,5 Millionen Menschen sein. Über 200.000 Kinder von Migranten müssen dieses Jahr in unser Schulsystem integriert werden. Das Wichtigste, was diese traumatisierten Kinder haben, sind ihre Eltern und ihre Familien. Selbst wenn die Eltern nicht mehr leben, selbst wenn sie übers Meer geschickt wurden, ohne dass sie wussten, ob sie überleben. Nun werden diese Kinder im Schulunterricht mit expliziten Darstellungen sexueller Vorgänge konfrontiert. Ihr Schamgefühl wird schwer verletzt, wie auch das Schamgefühl unserer eigenen Kinder. Sie lernen, dass Sex genauso gut mit dem gleichen Geschlecht oder mit beiden Geschlechtern gleichzeitig praktiziert werden kann. Ja, dass man sein Geschlecht wechseln kann und dass dies alles gut zu heißen ist. Was werden die muslimischen jungen Männer dazu sagen, die nun zu Hunderttausenden in unser Land strömen, aus Kulturen, die es für nötig halten, ihre Frauen vom Kopf bis zum Fuß zu verschleiern, um sie nicht den Blicken der Männer auszusetzen? Eines ist sicher, sie werden diese entchristliche, demoralisierte Kultur verachten, insbesondere die Frauen. Da helfen auch Hausordnungen nichts, die in den Flüchtlingsunterkünften auf die Kopfkissen gelegt werden. Liebe Freunde, es ist die christlich geprägte Kultur, in der es Frauen am besten geht. Es ist die christlich geprägte. Es ist die christlich geprägte Kultur, in der es Homosexuellen am besten geht. Denn Christen achten jeden Menschen. Aber diese Kultur, die auf dem Boden des Christentums gewachsen ist, kämpft nun gegen sich selbst, zerstört ihre eigene Identität, indem sie die Identität des Menschen und seine Würde durch den Wahn der Gender-Ideologie zersetzt. Die Grünen schützen die Bäume und die Kröten, aber sie zerstören die Ökologie des Menschen. Lassen wir uns von den pervertierten Verwendungen von Begriffen wie Toleranz, Vielfalt, Menschenrechte, Antidiskriminierung nicht länger verblenden.
Toleranz gibt es für LGBTs, aber immer weniger für Christen. Wir fordern mehr als Toleranz. Wir verteidigen das Grundrecht der Religions- und Gewissensfreiheit. Es ist die Vielfalt der Arten, auf der Schöpfung und Natur beruhen, aber nicht die Vielfalt sexueller Orientierungen. Das muss im Bildungsplan stehen. Der Bildungsplan sollte der jungen Generation Orientierung geben, wie der Mensch mit seiner Sexualität so umgeht, dass Familie möglich wird. Menschenrechte dürfen nicht missbraucht werden, um etwas Ehe zu nennen, was niemals eine Ehe sein kann. Eine Beziehung zwischen Personen gleichen Geschlechts. 13 europäische Staaten haben inzwischen an ihren Verfassungen verankert, dass Ehe nur das sein kann, was sie immer und überall war. Der Bund zwischen einem Mann und einer Frau, die bereit sind, Kindern das Leben zu erschenken und sie zu erziehen und zu bilden. Die Unterscheidung zwischen einer Sexualität, die Leben schafft, und einer, die das nicht kann, ist keine Diskriminierung, sondern eine zwingend gebotene Unterscheidung, die wir unseren Kindern schuldig sind. Wir dürfen und wir werden keine Ruhe geben, denn es geht um unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Der Widerstand wächst. Auch in Schleswig-Holstein wurde der Bildungsplan, der mit sogenannte Methodenschatz für echte Vielfalt, sang- und klanglos beerdigt, weil er nach Einschätzung des Bildungsministeriums nicht geeignet ist für die Schulen. Auch der Bildungsplan von Baden-Württemberg ist nicht geeignet für die Schulen. Als Politiker sind Sie, Herr Kretschmann, dem Grundgesetz und dem Gemeinwohl verpflichtet und nicht Lobbygruppen, die ohne jede demokratische Legitimation, zu Kadern staatlicher Sexualpolitik gemacht werden. Wir kommen wieder und wir werden uns nicht mundtot machen lassen. Ziehen Sie den Bildungsplan zurück, Herr Kretschmann. Es könnte sein, dass sich bald nicht nur Christen, sondern auch muslimische Migranten gegen die Umerziehung der Kinder zur Wehr setzen. Danke euch. Danke.